Und damit darf ich euch ganz herzlich begrüßen hier zu einer neuen Folge vom Let's Play Train Simulator 2022. Wir sind heute in einem Workshop-Szenario, das heißt Military Train to Augsburg. Wir sitzen in einer B155 der Pressnitztalbahn auf der Strecke Augsburg to Garmisch-Enrosenheim. Also quasi ein Merge der Strecken München-Augsburg, München-Garmisch und München-Rosenheim, alle drei zusammen. Und es fehlen ein paar Fahrzeuge, ein bisschen Rollmaterial in diesem Szenario, weil das nicht da ist. Und wir fahren einen Militärzug von München nach Augsburg. Mit einer B155 der Pressnitztalbahn. Also quasi in der Presslackierung. So sieht das Ganze aus. Zwei Personenwagen und dann ganz viele Fahrzeuge. So. Wir rüsten die Lok auf, wenn man erstmal das Licht aus, dann machen wir Spitzenlicht an. Wir wollen SIFA, wir wollen PZB im Slow-Modus. Wir wollen ein bisschen Fahrtrichtung. Wir wollen Scheibenwischer, aber in etwas schneller. Da ist hier ein kleiner Schieberegler. Schieberegler ist eigentlich ein kleines Drehrad. Noch ein bisschen mehr. So. Und dann hätte ich gesagt, lösen wir die Bremse und schalten mal ein bisschen Leistung auf. So ungefähr. So. Genau. PZB untere Zugart, das wird ein bisschen. Es wird, glaube ich, tricky, weil untere Zugart finde ich persönlich am schwierigsten. Aber langer, schwerer Güterzug, da stellt sich das halt dementsprechend ein. Aber ich habe ja auch schon mal bereits gesagt, dass mir die BR155 in der Variante, wie wir sie hier im Spiel vorfinden, eine Lok ist, die mir extrem gut gefällt. So, die macht Spaß zu fahren, die hat tolle Sounds und so. Von daher, da stimmt quasi das Gesamtpaket, vor allem dieses Geräusch, was jetzt kommt. Da kriege ich einen Hörgasmus, könnte man quasi sagen. So. Wir müssen hier in Pasing anhalten, um in den zwei Personenwagen, die wir an unserem Güterzug mitführen, Fahrgäste einsteigen zu lassen. Und da wir auf Halt fahren, müssen wir hier vorne gleich unter 25 km/h kommen. Jetzt kommt die 500 Hz-Beeinflussung. Drücken einmal PCB wachsam. Dann sollten wir zusehen, dass wir möglichst schnell bremsen, so ist das in Ordnung. Und dann halten wir hier einfach mal straight an. Meine Türen auf. Ja, so. So sieht der ganze Zug aus. Gehen wir mal ganz kurz dran außen vorbei. Der Kollege hier darf weiterfahren. Ist auch eine 155. Eine normale. Sie ist einfach schön. So. Zurück zum Führerstand. Ich hätte das gerne noch ein bisschen schneller. Geht das? Ah ja, sehr schön. So gefällt mir das. Dieses Geräusch, es ist. Es ist einfach nur geil. Ja, ich höre auf. Ist okay, ist okay. So, lassen wir die
Fahrgäste mal zusteigen, also die wahrscheinlich Soldaten, die mit dem Zug verlegt werden von Augsburg, ach ja, von Augsburg nach München, nein, andersrum. Von München nach Augsburg, so rum, das will ich doch eigentlich sagen. Schalten wir nochmal Leistung auf und begeben uns auf den Weg Richtung Augsburg. Befreien uns mal aus der PCB-Überwachung, weil wir haben ein Hauptsignal, das Fahrtbegriff zeigt. Besonders schwer kann der Zug nicht sein, so wie die Lok gut beschleunigt, also so halbwegs. Das ist wieder so ein Ding. Hier mal richtig Dampf auf der Leitung. Das heißt richtig Dampf, wir hätten noch 10 Fahrstufen, aber die brauchen wir jetzt nicht, weil wir dürfen ja nur 100 km/h schnell fahren. Generell mit diesem Zug nur 100 km/h, weil es ist ja PZB untere Zugart. So fahren wir jetzt mal entspannt unseres Weges in Richtung Augsburg. Man sollte natürlich auch die SIFA im Auge behalten, das ist ganz klar. Aber man wird ja schönerweise akustisch darauf hingewiesen, wenn man es versäumt, auf diesen Knopf des Öfteren mal drauf zu drücken. Von daher, alles halb so schlimm. Falls jemand fragt, ist es bei mir übrigens sehr warm. Ich schmelze. Aber es ist aushaltbar. Man tut, was man muss. Oder so ähnlich. Was weiß ich. Sie verdrücken.
Fahrmotorlüftergeräusch hat auch irgendwie so was Beruhigendes, finde ich. Es hat was. Vor allem ist diese Lok auch wirklich, wirklich schön gemacht, von den Details her. Es gibt ja viele Loks, die achten da nicht so auf Detailtreue, aber so die Qualität, wie das hier alles dargestellt ist, ist wirklich außergewöhnlich gut. Blinkendes Signal. Der Krux ist nämlich, dass wir jetzt unter 55 bremsen müssen, weil jetzt hier 80 kommt. Mal kurz die Freitaste gedrückt und dann regelt sich die ganze Geschichte wieder und wir dürfen wieder beschleunigen. Ich denke, wenn wir auch hier unten auf die Ankunftszeiten und so weiter schauen, dass das Szenario dafür gedacht ist, dass man es mit einer langsamen PZB fährt und quasi 100 km/h und dann die Bremsvorgänge und so weiter, wenn man sich daran entsprechend hält, quasi regelkonform fahren, dass es von den Zeiten her trotzdem passt. Weil wir ja trotzdem mehr oder weniger einen Fahrplan halten sollten. Und wieder Regen, toll. Den Berg rauf.
Bestimmt auch schon geil als Güterzug oder ich will schon fast sagen Sonderzug, den S-Bahnen auf diesem Gleis auf den Senkel gehen. Finde ich cool. Das bockt. Bremst schneller. Das Problem ist, ich kenne nicht den Rollweg, den oder den Bremsweg, den wir haben. Rein und weiter geht's. Ob das regelkonform ist, ich weiß es nicht. Muss ich ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Da bin ich überfragt. Ob das, was wir gerade gemacht haben, ob das regelkonform war oder nicht. Das hier scheint ein S-Bahn-Wendepunkt zu sein. Sportlich so eine Weiche mit 80 zu durchfahren, aber obviously haben wir damit kein Problem. Gut, ist mir auch recht. Fahren wir in der Mitte in diesem Trog da durch. Rechts ist die Schnellfahrstrecke. Wir sind auf der langsamen Strecke unterwegs.
Sie verdrücken. Ich bin geistig abwesend, das ist nicht gut. Das ist zu wahr. Gefühlt wie auf dem Führerstand dieser Lok, keine Klimaanlage. Vielleicht Fenster auf. Das war's. Bisschen Zugluft. Versteht, was ich meine. Kilometer haben wir es noch. Ach du Schande. Erstmal 4 GB Video, Alter. Scheiß die Wand an. Die das dann werden. Wir sind jetzt schon gerade bei 1,9, falls es jemanden interessiert. 23 Minuten 48, 1911,6 Unser nächster Reisepunkt ist jetzt hier auf dem Weg Haspelmoor. Möglichkeitsbonus. Sehr schön. In den weiteren 8 Minuten sind wir am nächsten Punkt. Was ich nicht gezeigt habe, wir haben hier auch ein tolles Feature, und zwar die grüne Instrumentenhinterleuchtung. Das sieht einfach sehr, sehr, sehr geil aus. Gefällt mir richtig, richtig gut. Thank you.
ist ein unfassbar unspannendes Szenario, muss ich gestehen. Aber auch das ist Lokführeralltag, ne? Ich meine, wenn du in echt so einen Auftrag hast, ne, fährst einen Güterzug von Leipzig nach Gera oder was, oder von Chemnitz nach Frankfurt. Machst du auch den ganzen Tag nur das? Guckst du aus der Scheibe und fährst halt langsam durch die Landschaft. Vergewaltigen läuft. Nee, unser Signal ist grün, alles klar. Shit take. Siefer-Knopf auf Vorrat drücken. Kannst du 10-mal draufdrücken, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Hättest du dann dir jetzt für das Zehnfache der normalen Fahrtstrecke dann das Siefer-Drücken gespart. Shit takes und so weiter. Verzeihung. Eine Schienenirritation oder sowas in der Art. Was das gerade war. Da haben wir so einen Fupp. Ich habe an mein Mikrofon gestoßen. Das wollte ich nicht. War keine Absicht. Siefer.
finde Gain eigentlich absolut in Ordnung. Einer der Vorteile noch zu Maskenzeiten, du konntest gehen, ohne dir die Hand vor den Mund zu halten in der Öffentlichkeit. Das war toll. Soll mal einer sagen, Masken waren nicht praktisch. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Vorne kommt der nächste Waypoint, nämlich Kissing. Sesselmann 1974, Dankeschön fürs Verfolgen. Vielen Dank für den Follow. Du darfst dich gerne auch im Chat melden, wenn der Follow beabsichtigt war. Und es gab ja mal auch eine Zeit, das weiß ich noch von einem befreundeten Streamer, der hat ständig Follows reingedrückt bekommen, weil die Leute in der Twitch-App nach einer Kategorie gesucht haben. Und dann einfach quasi, sobald sie auf den Kanal drauf gedrückt haben, war es direkt ein Follow. Das war immer, hat immer für Verwirrung gesorgt. Deswegen, wenn du kein Bot bist und mich verstehst, wirf vielleicht einfach ein kurzes Hi rein. Und dann wissen wir Bescheid. Drücken. Guten Abend zusammen, hallo, da ist er. Ich grüße dich, schön, dass du reinschaust. Willkommen im Führerstand der BR155 auf dem Weg nach Augsburg. Ja, das ist an sich nicht großartig spannend. Es fängt schon wieder an zu regnen. Na herrlich. So, ab jetzt beginnt der Teil, wo es interessant werden könnte. In 8 Kilometern sind wir schon am Ende. Das ist unser Ziel. Pünktlichkeit könnte sogar hinhauen. Das sieht gut aus. Hier, das nervt mich gerade brutal. Ich habe so um 700 € für den Train Simulator ausgegeben. Da hat jemand ordentlich DLCs eingekauft. Wenn ich mich richtig erinnere, dann kosten alle DLCs für den Train Simulator zusammen so roundabout 13.000 €. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist Wahnsinn. Fass doch mal ein bisschen zusammen, was du denn so hast, so grob. So eine kleine Auswahl von Sachen. Ich habe auch schon viel Geld reingesteckt. Ich weiß nicht, wie viel, aber vielleicht will ich das auch gar nicht wissen. Katastrophe.
Aber ja, wer eine Möglichkeit sucht, Geld zu verbrennen, der sollte sich den Train Simulator kaufen und auch die ganzen DLCs dazu. Da werdet ihr sehr schnell sehr arm. Oh Mann. Das hier müsste die Augsburger Hohenzollernbrücke sein. Habe ich mir sagen lassen. So, jetzt ist es weg. Jetzt stört es mich nicht mehr. Katastrophe hier. Achso, nee, meins. Mein Signal ist immer noch grün. Alle deutschen Strecken von Virtual Railroads, viele Loks und von 3D-Zug viele Sachen. Okay. Auch bei den Steam-DLCs Sachen ausgegeben oder nur extern gekauft, aber ja. Virtual Railroads macht halt gute Sachen. Kleines bisschen Bremsung an den Tag legen. Das war schon wieder eine sehr schwungvolle Weiche, muss ich sagen. Das alles irgendwie. Ich finde es irgendwie kurios, dass man das mit 80 durchfahren können soll, problemfrei, aber. Mein Gott, was weiß ich denn schon? Da stand jetzt 232, da ist noch 155. Ach. Naja. Tür auf. Wir haben es ohne großartige Komplikationen geschafft nach Augsburg. Unsere Soldaten könnten jetzt quasi aussteigen aus diesem
tollen Zug, der eigentlich gar nicht hier reinpasst. Wie gesagt, ein zusammengebasteltes Szenario irgendwie. Hast du nicht gesehen? Keine Ahnung. Aber ja. Schauen wir mal noch hier rüber. Ist auch noch ein Zug. Die Türen auf. Gut gemacht, Sie haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Das finde ich doch sehr toll. So, rüsten wir noch ganz kurz. Ah, ne, können wir nicht mehr. Never mind. So. Auswertung bitte. Das Szenario war gut. 696 Punkte, 0 EP. Wieso? Finde ich nicht gut. Ja, wegen dem Vorsignal nach. Herzlichen Dank. So, einwandfrei. Das passt soweit. Damit bin ich zufrieden. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und schaut auch in der nächsten Folge vom Train Simulator wieder rein. Ich sag bis dahin, macht's gut. Einen schönen Abend, einen schönen Tag und eine schöne Woche. Tschüss.